Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich habe den Namen vergessen. Sie ist eine Hexe. Wir töten jetzt eine Hexe. Da oben ist sie zu sehen. Da direkt über meinem Kopf drüber. Ich frage mich, muss ich den Rest davon auch noch bekämpfen? Das wären ein paar Leute. Sind ja, wiederholen sich die Bilder da oben? Ja, schon. Also so viele, ne, vier, fünf verschiedene. Sehe ich das richtig? Mal sehen. Renala, genau, Renala wird bekämpft. Wie im Mittelalter hier, ja, wir sind ja so halbwegs im Mittelalter unterwegs. Verbrennt die Hexe! Ich bin immer noch ein bisschen genervt davon, dass ich hier so weit laufen muss. Ach, jetzt treffen sie mich sogar zweimal hier. Ah. Die ist voll lieb. Ja, ey, ich bin nicht der, der zuerst angegriffen hat. Ah, lohnt sich das gegen die? Das Schwert magisch aufzuladen, wahrscheinlich nicht, ne? Wo ist der nächste? Aua. Kannst du mir, warum fokussiert? Also das mit dem Fokus. Jawohl, okay, nice. Ah, nein, och nee. Ah. Schande. Verdammte Axt.
Jetzt ist es so gut gelaufen, ne? Die erste Phase und dann Kamehameha zieh mich einfach weg. Ach, Mist. Wo ist der nächste? Da. Irgendwo da hinten. So, das müsste schon die Nummer 3 sein. Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu früh den einen Trank gesoffen habe. Mist. Ah, nee, was zum... Huch. Komm ja mehr, ha? Oh, nee, 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 nee. Oh. Nee. Ah, Fluch. Oh, mies, 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 mies. Nicht die Wölfchen, die anvisieren, jawohl.
Nee. Ach, komm. Oh, fuck. Oh, nee, nicht er. Nicht er. Stopp. Ach, Fluch. Ah. Es klappt so nicht. Scheiße. Knapp. Warum? Ach, Mist. Mich ärgert das so sehr, dass das vorhin nicht geklappt hat. Warum habe ich gerade 6000 Seelen verloren? Runen verloren. Ich hatte doch alle eingesammelt, oder? Oder hatte ich nur noch die Hälfte? Warum hatte ich jetzt nur noch die Hälfte? Ich hatte 11.000. Das ist nur noch die Hälfte. Warum habe ich nur noch die Hälfte meiner Seelen, Runen? Was passiert, wenn ich den nächsten recht zügig erwisch? Oder die nächsten drei. Also bevor sie quasi aufsteigt. Wo ist der nächste? Fängt der erste Singen an, wenn... Da hinten. Ah, wieder da hinten irgendwo in der Ecke. Oh!
Okay, es bringt nicht besonders viel, den Nächsten zu machen, bevor sie aufsteigt. Oh, dass das kein... Okay, das war jetzt ein bisschen mies. Dass sie da keinen Stun gekriegt hat aus dem Ding raus. Das war schade. Jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen... Nee, ne? Wie lange macht sie das denn jetzt? Ich will nichts von dir, lass mich. Fuck. Nee, ey, come on. Hör mal auf, jetzt irgendwelche Summons hier zu holen. Du miese Ratte. Ey, oh, dass ich dieses Timing nicht krieg und dann kommt wieder der Schnelle. Ah, nee. Nicht Kamehameha. Was? Nee. Ach, Fluch. Nee, nicht die anvisieren. Ah. Giant Drache. Scheiße. Ah.
Boah, ist das ein mieser Stress. Kann ich, habe ich irgendwas, was ich... Irgendetwas, das ich tun kann. Was ist das alles hier? Verbraucht Fokuspunkte. Nee, das kann ich nicht brauchen. Schaden und Gift. Vielleicht die Waffe ein bisschen anzünden. Feuerschaden. Schneller Waffenüberzug. Moment, jetzt tauschen wir erstmal das gegen das. Dann diese Kukiris. Gegen einen Waffenüberzug. Und ich schau mal, ob das irgendwie bei ihr vielleicht... Halt durch. Miku, danke. Das war jetzt schon, das war ja wieder kein schlechter Versuch. Aber diese Nummer mit den... Mit den Summons, die sie holt, das ist... Huh. Ich freue mich auf den neuen Controller. Da kann ich dann nämlich die B-Taste auf den Mittel- oder Ringfinger legen, unten unter den Controller. Dann kann ich gleichzeitig rennen und den rechten Stick benutzen. Was ja aktuell nicht geht, was sehr nervig ist. Aber mit dem neuen Controller kann ich das dann. Es dürfte hilfreich sein in diesem Spiel. In dieser Art von Spielen. In allen. In allen From Software Spielen dürfte das sehr hilfreich sein. Ey! Hackt's euch eigentlich? Komm. Nee, ich denke, ich würde in keinem der Kämpfe die Hexe nutzen. Oh, das war Quatsch, das, was ich da gerade gemacht habe. Ah! Ja, klar. Ach ja, genau. Das war jetzt ein bisschen, das war scheiße. Ich vermute mal, weil ich das nicht bekommen habe und auf YouTube es auch gesagt wurde, dass ich ein Item bekommen hätte, das mir das Spiel vereinfacht. Vermute ich sehr stark, dass diese blaue Hexe, die ich da nachts weggeschickt habe, dass die mir die Möglichkeit gegeben hätte, meine Skelettarmee und so herzuholen. Also, hau dein Kamehameha raus. Ah, Mist. Das ist schlecht. Oh, wie viel Schaden das auch macht. Oh, nee.
Ah, renn! Oh Gott! Oh. Ach, scheiße. Ja, das war's. Hat alles nicht funktioniert. Hat alles nicht funktioniert in der Runde. Nichts, kein einziger, nichts hat so geklappt, wie ich es gern gehabt hätte. Ich glaube, Miko weiß Bescheid. Ich glaube, Miko hat alle Dark Souls auf YouTube gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Yes, indeed. Ah, das ist auch so ein Satz, der wird mir wahrscheinlich auf Ewigkeit im Kopf bleiben. Ja. Oh, unnötig. Minimal nervig, die ganze Nummer hier. War das schon die 3? Ja. Na, dass du mir jetzt noch eine mitgeben musst, das war jetzt aber auch ein bisschen unnötig am Ende. Ey! Ach, Schweinerei. Nee. Scheiße, kann direkt wieder saufen.
Warum trifft er mich? Vorhin hat er mich nicht... vorhin hat der Mond mich doch nicht getroffen, wenn ich einfach nur weggerannt bin. Jetzt trifft er mich. Okay, das heißt, ich muss beim Mond eine Ausweichrolle machen, wenn er auf dem Boden aufkommt. Keine Ahnung, warum das die ersten zwei, drei Versuche hat es geklappt, ohne... Luch. Es schluckt halt aber auch relativ viel vom Fokus, ne? Die Waffe Magie verstärken. Und für das bisschen, was ich hier brauche, weiß ich nicht. Ach komm, ey. Hält mir so ein Ding auf den Kopf. Wir wollen jetzt hier mal nicht übertreiben. Hä? Ach, da. Oh oh, das gibt Schaden. Oh, nee, gibt's nicht. Nice. Wieder dahinter irgendwo. Nervig. Oh, wow. Okay. Ach,
Ey, ah, scheiße. No. Ah. Immer im richtigen Moment weicht sie dann auch genau einen Meter nach hinten aus. Und ich werde von diesem dämlichen Stab getroffen beim Hinfliegen, beim Zurückfliegen. Es ist doch... Ah, ich muss mal, glaube ich, meine Taktik ändern. Ich glaube, ich muss meine Taktik ändern. Wie? Was hat der hier für eine Fähigkeit? Einzigartiges Talent. Führt einen Schnitt mit dem Dolch aus, um seine Blutstropfen in fliegende Blutklingen zu verwandeln, die zu Blutverlust führen. Die Klingen lassen sich schnell hintereinander abfeuern. Das klingt spannend. Aber... Warum nehme ich denn eine zweite Waffe in die Offhand? Das geht alles gleich schnell. Okay. So läuft das. Der macht halt 79 plus 18 und löst Blutverlust aus. Damit kann ich relativ zügig zuhauen. Ah. Weiß ich nicht. 128 plus 18 sind 130, 138, 146. Wäre mehr als dieses Schwert. Was hat die gute Axt für eine... Das war, glaube ich, so ein Schrei, ne? Kriegsgebrüll, ja. Und dann mache ich mehr Schaden wahrscheinlich. Ich kann ja das Schwert als zweite Waffe dazu packen. Ich probiere einfach mal eine andere Waffe aus. Okay, die macht so einen schweren. Dauert noch länger als der Ansturm mit dem Schwert. Weiß ich halt auch nicht, ob das vielleicht... Mal gucken. Ob der Sprungangriff mehr Schaden macht, oder...
verprügel sie jetzt mit einer Axt. Back to the roots. Ja. Mit der hauen wir erstmal zweimal drüber. Schauen wir mal, was der schwere Angriff der Axt macht. Der ist okay. Ja, der macht nicht so viel. Okay. Ah! Auf sie bitte! Auch viermal treffen. Also bis jetzt ist die Axt genauso gut wie das Schwert. Hoppla. Aua. Ja. Außer ich mache natürlich Unsinn. Oh, man kann mit der Axt ganz gut netzeln. Er macht schnelle, leichte Angriffe. Ach ja, genau. Wow. Es ist vollkommen egal, welche Waffe ich nehme. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sie hätte es wirklich verdient, dass man gegen sie Summons einsetzt. Auch wenn ich es mir rausgespielt habe mit dieser blauen Hexe. Die hat überhaupt kein bisschen vertrauenswürdig gewirkt. Kein bisschen. Die kommt her, fragt mich, ob ich das Pferd reite, als ob ich einfach irgendwelche Sachen von mir preisgebe. Bin doch nicht wahnsinnig. Und vertraue jeder dahergelaufenen, blau leuchtenden Hexe. Mal, das ist doch alles Magieschaden. Habe ich irgendwas, was... Achso, den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Schimmersteinkrone von Haus Carolus.
Für viele ist sie eine Waifu. Lol. Magisch, überall ein bisschen mehr, Feuerblitz heilig. Kriege ja keine körperlichen Angriffe. Jetzt sehe ich seltsam aus, Leute. Jetzt bin ich der seltsame Zauberer vom Dienst, ey. Ich meine, das macht hier ja eh alles nicht viel Schaden, ne? Aber wenn sie nachher zugange ist, dann schon. Ja, brutzelt mich halt. Ich bin gerade voll konzentriert, Leute. Ich bin super konzentriert hier drauf. Es tut mir leid, wenn ich nicht so viele Kommentare abzugeben habe gerade, weil ich wirklich die Nummer hier eigentlich auch beenden will. Wo ist der Nächste? Da. Was? Wo? Hä? Da. Sag mal, wo steckt der jetzt? Da hinten. Schnauze. Ah, nicht feuern. Ich finde sie jetzt wieder nicht. Da hinten? Da. Ach, Mann. Natürlich muss mich am Ende noch so ein Dicker treffen, ey. Schon wieder trifft meine Axt sie nicht. Und alles von ihr trifft mich. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh nein, der Kamehameha. Shitty.
Oh Mann! Single und Melee Only gemacht. In Elden Ring gibt es so einige Fälle, wo es unnötig nervig ist, allein. Naja, gut, ich meine, das war in Dark Souls ja auch so. Da war es die ganze Zeit. Also, es ist. Ich habe das Gefühl, das Schwert lief besser. Bleibe bei dem Schwert. Komme ich irgendwie. Also, und vom Schaden her war es auch vollkommen wurscht. Nurzepiep, egal. Komme ich irgendwie noch auf die leichte Last vielleicht? Auf kleine Last, so. Vielleicht hilft das ein bisschen, weil vom Schaden her habe ich jetzt keinen großen Unterschied bemerkt. Schauen wir mal, ob ich hier jetzt wesentlich mehr Schaden bekomme. Schwer zu sagen. Wir werden es gleich sehen. Nee, bei denen habe ich auch genau gleich viel Schaden bekommen. Ich könnte natürlich noch, aber was bringt mir das? Ich habe ja keine Feuerstöße oder so, also irgendwelche Kugeln, die sie anfliegen, die ich zaubern könnte. Und wie schwer ist dieser, wie schwer macht mich der Zauberstab? Der macht mich wieder auf mittlere Last, also ist es eigentlich egal. Ach, come on. Ach, du blödes Anvisieren, ey. Natürlich will ich irgendeinen von den kleinen Fuzzis anvisieren, wenn die große da unten am Boden liegt, ne? Klar. Was sonst? Wenigstens sind die Bücher nicht homing. Das wäre ja noch. Das wäre ja noch der Obershit, ey. Wo bist du? Da. Also die erste Phase ist mit dem Schwert auch viel schneller erledigt. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht gesoffen, ne? Scheiße. Ah, nee, 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 nee,
Endlich hat es mal so funktioniert, wie ich mir das am Anfang vorstelle. Ach, come on! Ja, das stimmt. Schwert ist gelevelt, Axt nicht. Absolut richtig. Macht natürlich einen Unterschied. Ich könnte es auch eigentlich, sollte ich es nochmal leveln. Dämlicher Mond. Komm, explodier jetzt. Ah! Herr, mein Gott! Sollte reichen, oder? Was ist hier los? Warum ist hier so dunkel? What the fuck? Was zum... Was sollte das denn? Greifende Knochenhand. Lol. Greifende Knochenhand. Was für ein Gegenstand bist du? Da. Faustwaffe. Wild. Okay. Ich wollte eigentlich nur... Falsche Dimension. Ich wollte doch nur zu ihm hier. Now, look at you. Those eyes tell a story of a challenger who's felled his mark. Find them well. Okay. Lay out your arms. Achso, das ist das ich angelegt habe, ne? Ja. Ja, diese Augen wurden got wrecked and again and again and again. So, Schwert des Getreuen plus 6. Liebe Hexe, dein Untergang ist besiegelt. Jetzt gibt's auf die Schnauze. Das ist schon die richtige Waffe, die ich gelevelt habe, ne? Ja.
Ich bin mit einem mächtigeren Schwert zurückgekehrt. Wie viel mehr macht das jetzt eigentlich? 155 plus 29. Vorher war es irgendwo bei 120. Na, das ist schon jetzt ein bisschen was. Da sollte ein Unterschied spürbar sein. Ja, die sterben fast one-hit hier, die Boys. So, meine Gute. Ja. Die wird fast 50% gesnackt. Beim ersten Mal. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ein recht großer Unterschied. Hier komme ich. Grüß dich, Marius. Das ist ein ziemlich heftiger Unterschied hier an der Stelle. Das ist nice. Wo singst du? Nee, aufhören zu pusten. Da. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Und mich hier erneut mental unterstützt. So, meine Große. Guck mal an. Das war gut. Das war sehr gut. Viel mehr Damage. Kame? Kame? Ah! Shitty, 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 shitty. No, no, aua, nein. Oh. Ah. Weil ich gleich einen hinterhersetzen wollte. Weil ich gleich einen hinterhersetzen wollte. Ah. Warum lasse ich mir denn keine Zeit? Die Gier nach Damage, die Gier nach Schaden ist in diesen Momenten so groß. Warum habe ich eigentlich jetzt einen Teppich auf dem Rücken? Finde ich auch nicht so geil. Sieht ziemlich wüst aus, ehrlich gesagt, aber dafür bin ich flink. Mein Gott, bin ich hässlich. Ich hätte mir schon mal einen hübscheren Boy aussuchen können, ey. Vor allem guckt er so niedergeschlagen und traurig. Weinsäuglein. Hallo. Ja klar will ich die. Alle Kleinen. Ich will alle Kleinen anvisieren, bevor ich die Große anvisiere. Alle.
Ich will alle durchanvisieren, bevor ich auf den dicken Boss gehe, der es verdient hat. Ich hab doch schon den Sepp sagt gerade, wir sollten einen Helm finden, der das Gesicht ordentlich verdeckt. Aber ich hab doch schon diesen Magierhelm aus dem Dorf hier. Scheiße! Ah! Ach Mann, dass sie da immer diesen Moment findet. Der natürlich hervorragend passt. Oh nein, das ist ein Kamehameha. Nein, ist es nicht. Sehr gut, das ist ein Kamehameha. Das ist aber okay für mich. Ah, Fluch. Nee, nicht gut. Finally. Finally mal einen guten Treffer gelandet. Best try, best try. Ah, ich sehe nichts, weil ich wieder wilde Dinge sehen muss. Wilde Anvisierungen. Ja, genau. Ja, genau. Oh, Kamehameha. Das ist gut für mich. Oh no. Ach, leck mich doch am... Oh, schade. Ja. Sie spawnt den Giant und er macht natürlich eine Instant-Attacke. Bevor ich sie sehen kann. Bevor ich ihn sehen kann, fängt er an, eine Attacke zu machen. Ich vermute, dass da irgendwie er bereits eine Animation starten kann, bevor er ganz sichtbar ist. Und die voll auf mich drauf ballert und mir einfach zwei Drittel, drei Viertel vom Leben killt. Warum schützen die Stofffetzen nicht vom Angriff des Riesen? Ich kann wieder komplett aufs Normale gehen. Es ist vollkommen wurscht. Ich kann wieder hier drauf gehen, auf das, was ich vorhin anhatte. Es ist vollkommen egal. Aus ihrer Perspektive war es irgendwie cool. Ja, das schon, ja. Was denn das jetzt hier schon wieder? Das werde ich, glaube ich,
Ich habe euch doch extra ein Ding dafür eingerichtet. Eine Kanalpunkte-Belohnung. Können wir trotzdem bitte freundlich bleiben irgendwie? Das ist so... Hier würde ich aber tatsächlich einmal zustimmen, was die Aussage Unlucky betrifft, so ein bisschen. Weil... Au! Weil, dass ich die Animation des spawnenden Riesen einfach noch nicht sehen kann, das ist doch... Na, ganz auf zwei Runs klappt's leider nicht. Nicht anzünden. Na, zum Glück eine Runde, in der ich nicht irgendwo so viel hinten rumlaufen muss. Ey! Wir haben gesagt, ohne Feuer. Okay, okay. Jetzt kommt der wilde Scheiß. Noch nicht? Okay. Bin ich einverstanden mit? Finde ich geil? Finde ich geil? Finde ich geil? Finde ich geil? Ja! Ja! Easy! Das war easy. Da hat sie mir aber auch einen einfachen Run gegönnt. Oh. Das war jetzt... Oh Gott. Da hatte ich aber auch echt ein einfaches Pattern, ey. Holy. Where did he flee, my sweetings? Come out from whence ye hide. There are books and light aplenty. Dither not. Come out, say I. Gigi, danke schön. Oh, war jetzt schon auch wieder so eine Stunde oder so, ne? Nee. To become a sweeting, reborn of my beloved egg. Nee. Was? Okay, bei ihr kann ich Talente neu lernen und so.
as a sweeting, fair and fine. Okay. Vermute mal. Oh Mann. Ah. Ich vermute mal, dass das so ein bisschen so neue Skillung und so bedeutet. Da, was ist das? Nehmt mit Hilfe einer Fingerleserin die Macht des Namensgebers in euch auf. Ach so. Ja, das war... Hä? Echo der Vollmondkönigin. Wait, hat die mir jetzt auch ein Ding gegeben? Ermöglicht eine perfekte Wiedergeburt. Okay, Moment, what? Bin verwirrt. Und warum ist das verschlossen? Schweinerei. Nein, da will ich doch gar nicht hin. Wehe, ich lande jetzt wieder in irgendeiner seltsamen Zwischendimension. Dimension. Neue Objekte sind nun bei den Zwillings... Keine Ahnung, ich will zu den Fingern. I had my doubts. But my, look at you. Only once before have I seen two great runes together. Look there. The fingers shudder with exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika. To become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect as much from you as they do young Gideon. Take this, a token of farewell. Noch ein Talismanbeutel, okay. Now, go forth. Become Elden Lord. Eigentlich würde ich gerne das Echo in mir aufnehmen. Kraft vom Echo erhalten. Genau, was haben wir denn hier? Königliches Zepter. Schimmersteinstab. Das ist ein... Verstärkt Vollmondzauberei. Okay. Ruft einen Vollmond herbei und schleudert ihn nach den Was für ein Schmutz. Und dafür brauche ich 60 Weisheit. Ach du meine Güte. Und dafür 70. Ja, dann scheiß drauf. Kann ich eh nicht brauchen. Heldenausrüstung. Rose der Königin, Armreife der Königin. Okay, und warum kann ich von dem Verwachsenen nichts kriegen? Über Marika. Das Gefäß des Elden Rings. She was imprisoned in the Erd Tree, a grim punishment for shattering the order, despite her godhood. Trotz ihrer Göttlichkeit, okay. The fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence, but even in shackles, she remains a god and the vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. Now go forth
Oh, ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Das ist hier alles irgendwie, ich weiß nicht, das ähnelt irgendwie einem Kult mit diesen Fingern und so. Leute, nee, also so, nee, irgendwie nicht. Ey, warum bist du weg? Helm des toten Königs. Und seine gesamte Rüstung. What? Die ist nicht mal geil. Klangperle anbieten? Habe ich nicht. Ach du meine Güte, was geht hier alles? Die Glocke. Die gute Glocke, die ich von dem blauen Geist bekommen hätte. Von der blauen Hexe. Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Weiß ich nicht, Digga. Brauche ich sowas? Eigentlich doch nicht, ne? Irgendwie komme ich auch ohne klar. Hey! Ich war in der Bibliothek hier und... Ja. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished, and we must answer the call of grace. Okay. Bin immer noch äußerst verwirrt darüber, dass hier... Okay, du hast diese Totenwurzel gedöns. Jetzt kann ich erstmal hart leveln, ne? Ich wollte 16 Weisheit. Und dann erstmal noch ein bisschen mehr Power. Ah, komm, machen wir da noch eins und da noch eins. Let's go. Kann ich nämlich die anderen Zauber auch benutzen. Diesen, den hier wollte ich unbedingt. Unbedingt. Irgendeinen anderen. Ja, das Licht fand ich, glaube ich, ganz nett. Aber packen wir den mal mit da rein. Und dann war doch noch irgendeine Ausrüstung, die auch noch 16 Weisheit benötigt hat, oder? Oder nicht? Was wollte ich denn? Stärke auf jeden Fall noch. Ah, genau, das Schild hier. 15. Für den Fall der Fälle, dass ich magische Attacken abwehren muss mit einem Schild. Stahldraht, Fackel, mit der kann ich angreifen. Ist natürlich auch ganz nett. Hatte ich nicht noch irgendwas, wo ich dachte, das will ich benutzen? Nee, sieht nicht so aus. Oder ich hab's vergessen. Was natürlich auch sehr gut möglich sein kann. Ich bin äußerst verwirrt gerade. Ja genau, also davon habe ich noch einen. Okay, einfach mal durchschauen. Ah, Moment, ich kann ja auch noch einen neuen Talisman reinschmeißen. Oh, ey, Leute. Stärkt heilige Angriffe, senkt die Schadensresistenz, verringert die Wucht von Kopfschüssen. Aha.
Verbessert den Angriff, den finalen Angriff von Angriffsketten. Verbessert aufgeladene Angriffe. Weiß ich nicht. Erhöht die Lebenskraft. Dann das. Wait, what? Die Lebenskraft bestimmt die Resistenz gegen Effekte des Todes. Ach so, Moment, das ist was anderes. Das erhöht nicht meine... Oder? Das erhöht nicht... Erhöht das meine Lebenspunkte? Moment. Nee, anscheinend nicht. Fluchresistenz. Ah, das hier sind alles Resistenzen. Okay, das ist Magie, Feuer, Blitz, Fluch. Verstehe. Oh, Knotentalisman des Schmelzziegels verringert die Wucht von Kopfschüssen. Ja, bla. Jetzt kann ich noch einen Talisman nehmen, aber... Ha. Ja, keine Ahnung. Vor Brutzel habe ich immer Angst. Blitze sind eklig. Ich glaube, ich bin hier fertig. Ich bin sehr verwirrt und mir nicht sicher, was hier los ist, was zu tun ist, wo ich hin soll, aber wir gucken mal nach Haus Vulkan. Und zwar in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.